Ey, die Jana, die sind alle im Rücken hier.
Hallo liebe Zuschauer von Sport im Schwerin. Nach diesen zwei spannenden F-Jugendspielen vom SV Grünwald Schwerin habe ich nun die dritte Mannschaft bei mir, also quasi die Anfänge des Handballspiels. Dafür habe ich mir fünf Spielerinnen geholt. Die stellen wir einmal kurz vor. Hallo, wer bist du? Ich bin Eske. Du bist? Nora. Hallo Nora, du bist? Lian. Lian, du? Viviane. Viviane und? Laura. Ja, ihr habt gerade gespielt. Knappes Spiel, 5-5 gespielt. Hat es euch Spaß gemacht? Ja. Wie seid ihr denn dazu gekommen, Handball zu spielen? Fangen wir an mit Eske. Also, ich wollte es gerne mal ausprobieren, weil meine Mutter und ich meinen, dass ich sehr gut werfen kann und sehr scharf werfen kann. Ja, und dann war ich am Freitag, also an dem Freitag, der jetzt gerade war mein erstes Handballtraining. Und da habe ich mich auch ein bisschen gewundert, dass ich jetzt schon mitspielen darf. Ja, aber dafür ist Handball ja da, ist eine Mannschaftssportart, da dürfen alle mal. Wie kamst du dazu? Also ich war in der Schule, da haben wir auch so ein kleines Handballverein und da habe ich dann mal mitgemacht und das hat mir dann Spaß gemacht und dann haben wir so einen Zettel gekriegt für dieses große Handball und dann habe ich das mal ausprobiert und dann hat es mir Spaß gemacht. Ja, das ist hervorragend. Und du? Bei mir in der Schule, da haben wir Handball geübt in der ersten Klasse und dann haben die mir gesagt, dass es hier auch Handball gibt und dann wollte ich das mal ausprobieren. Ja, die Schule als Treiber. Was bei dir? Ich weiß nicht. Das Gleiche, ne? Ja. Das Gleiche. Und bei dir, Laura? Bei mir haben die Freunde gespielt und ich wollte das dann auch mal versuchen. Ja, und das sah doch schon ganz gut aus heute. Wenn ihr jetzt, ihr habt schon von der Schule gesprochen, geht ihr dann noch gern zur Schule? Ja, also ich gehe sehr gern zur Schule, habe eine nette Lehrerin und bin auch ziemlich gut in der Schule. Lieblingsfach?
Also mein Liebling, also ich habe eigentlich zwei Lieblingsfächer, also Sport und dann gibt es noch ein extra Fach Schwimmen. Ja, und weiter bei dir, gehst du noch gern zur Schule? Ja. Und deine Lieblingsfächer? Deutsch und Sport. Ja, ist ja eine Reihe hier mit Sport. Bei dir? Ich gehe auch gerne zur Schule und habe Sport als Lieblingsfach und Musik und Mathe. Musik und Mathe, bei dir? Ich gehe auch gerne zur Schule und Kunst und Sport. Kunst und Sport, und bei Laura? Ich gehe auch gerne zur Schule. Meine Lieblingsfächer sind Mathe und Sport. Ja, ist ja eine sportliche Reihe hier. Macht ihr auch Sport außerhalb des Handballs? Ja, ich mache sehr viel Sport, weil ich gehe am Mittwoch dann auch noch zum Hockey und am Freitags und am Samstags dann noch zum Schwimmen und dann habe ich noch dienstags Schulschwimmen. Ja, das ist ja eine ganze Menge. Was ist bei dir? Also ich mache hier Handball, dann mache ich in der Schule noch Handball und Schulsport. Ja, bei dir? Ich mache Handball hier, ja, und ich mache noch Federball. Federball, ja? Gar nichts mehr. Gar nichts mehr, nur Handball? Handball und Schulsport. Ja, dann erklärt mir doch mal, was mögt ihr denn so gar nicht? Also wo jetzt? Also von insgesamt gesehen. Beim Sport? Ja, machen wir beim Sport. Also, ich mag es immer nicht, weil ich habe einen sehr strengen, also einen sehr strengen Hockeytrainer. Und also wenn man da was falsch macht, dann kriegt man schon ziemlich Ärger mit ihm und das mag ich überhaupt nicht. Weil der ärgert einen dann auch ziemlich und wenn man das dann beim nächsten Mal nicht richtig macht, dann lässt er einen auch ein paar Runden um den ganzen Sportplatz laufen. Und wir sind ja auf dem neuen Kunstrasensportplatz. Was magst du überhaupt nicht? Eigentlich gar nicht. Du magst alles? Hm? Das ist doch hervorragend. Ich mag auch alles. Auch alles? Auch alles. Auch alles. Auch alles. Ja, dann haben wir ja rundum zufriedene Leute. Wohin wollt ihr denn mal werden? Was wollt ihr beim Handball noch erreichen? So, im Laufe eures Lebens. Also, ich würde gerne noch erreichen, dass ich, also, ich kriege das immer nicht, also, ich bin ja immer ziemlich weit vorne, wegen den Toren. Aber ich möchte noch erreichen, dass ich auch da, also dass ich vorne und hinten mitspiele. Also dass ich nicht nur vorne, sondern auch mal nach hinten gehe. Ja, ich denke, das wird noch kommen. Was ist bei dir? Weiß ich eigentlich nicht. Weißt du noch nicht? Man kann sich auch noch ein bisschen Zeit nehmen. Hast du ja noch ein bisschen? Weißt du schon was? Auch nicht? Nein. Ich möchte gerne ins Frauenteam kommen. Ins Frauenteam, ja. Du auch, ja. Habt ihr da ein Vorbild aus dem Frauenteam? Die 33. 33? Ich die 7. 7? Ja. Und ich hab die 17. Die 17, ja. Ihr habt ja, ihr seid ja im gleichen Verein. Habt ihr denn mal die Möglichkeit, mal mit euren Vorbildern da zu sprechen? Heute? Ja, das ist doch schon mal was. Habt ihr schon mal die Möglichkeit gehabt, mit denen zu sprechen? Ich noch nicht, aber ich schaue mir immer, wenn Frauenhandball läuft, dann muss ich das einfach angucken. Also das geht einfach nicht anders. Ja, die Möglichkeit wollen wir euch geben, denn die Frauen, die erste Mannschaft, spielt heute in Ufschlag. Wir sind wieder mit dabei, zeichnen das Spiel auf. Das könnt ihr dann hinterher bei uns angucken. Und es ist ein interessantes Spiel und das sehen wir als nächstes, weil Ufschlag der Dritte, da könnte der SV, der Vierte, so ist es richtig, könnte der SV Grünbach-Schwerin ranrücken mit einem Sieg heute im Aufschlag. Die sind wirklich gut, haben zu Hause den TV Olten geschlagen, sind rangerückt und wollen gucken, ob ihnen das heute gelingt beim Spiel gleich. Das SV Grünbach-Schwerin in Ufschlag.